Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese mit einem neuen Video und zwar Lost Light, ein kostenloses Early Access Spiel auf Steam. Und zwar ist das ein Third-Person Survival Shooter. Ja, es darf gelootet werden, es darf gekämpft werden und auf jeden Fall müssen wir uns oder auch die Beute extrahieren hier. Das ist ein angezocktes Video. Ich habe selber nur einmal kurz die Grafik umgestellt und versucht, im Netz mal einen Artikel zu finden über das Spiel hier. Aber so richtig tolle Informationen habe ich noch nicht gefunden. Deswegen Learning by Doing hier. Auf jeden Fall können wir hier Sachen einsammeln. Das steht schon mal fest. Hier sehen wir auch, das ist sehr gut gemacht, finde ich. Eine coole Auflistung, wie viel Geld diese Utensilien, die wir aufgesammelt haben, wert ist. Hier haben wir nochmal ein bisschen was. Eine Energie. Leiter, Energiegegenstände, ist 2000 Euronen wert, sag ich mal. Wir heben das direkt auf. Und wir haben hier eine erste Mission zu führen. Wir müssen, glaube ich, wir gucken mal, ein Visier hier irgendwie aufheben. Hebe KRD 818 Leuchtpunkt Visier auf. Dann müssen wir ein Karabin MH aufnehmen und dann müssen wir das Ganze extrahieren. Ähnlich wie Tarkov, kann man sagen. Wir haben hier auch ein kleines Inventar, das wir hier mitführen können. Wir werden nachher auch sehen, wenn ich hier extrahiert bin, dass wir auch im Startmenü in so einem kleinen Lager sind. In so einer kleinen. Live und ungeschnitten werde ich hier attackiert. Wir werden sehen, was ich sagen wollte, wenn wir nachher hier extrahiert sind, dass wir ein kleines Lager haben, wo wir dann ein etwas riesigeres Inventar haben. Guck mal, hier krabbelt er schon ein bisschen rum, der Kollege. Ich glaube, den können wir nur finishen mit eine Nahkampfattacke, genau. Und auch das ist ähnlich wie bei Tarkov. Tarkov hat natürlich etwas größeres Lager. Wir haben im Moment ein etwas kleineres, da können wir uns drin bewegen. Das werde ich auch nachher zeigen. Wir sammeln erstmal hier alles auf. Und später sollen hier auch andere Spieler dann mit bei sein bei den Missionen. Aber wir öffnen hier nochmal die Tür. Und spielen einfach mal die Tutorial-Mission jetzt zu Ende. Die Tutorial-Mission. Das, glaube ich, müsste sogar der Extraktionspunkt sein, wenn ich mich nicht irre. Oder ist das schon der Weg zum Karabiner? Wir gucken mal. Roger, all clear. Over. Okay. Aufheben. Zack. Insgesamt macht das Spiel einen sehr coolen Eindruck, finde ich. Es steuert sich sehr gut. Da ist schon wieder einer. Das Schießen ist auch okay, fühlt sich jetzt vielleicht nicht ganz so wuchtig an wie bei anderen Spielen. Ich muss dazu sagen, das ist auch eine Mobile-Version. Also man kann das wohl auch auf Mobile spielen und man kann seine Spielstände dementsprechend auch dann immer weiterführen. So, erschießen, glaube ich, kann man ihn nicht. Das habe ich im Tutorial probiert. Also um ihn jetzt wirklich zu eliminieren, muss man einen Nahkampfangriff machen. Also hinrichten quasi. Okay, das Ganze ist leider ohne Animation. Bisschen jugendfreundlich das Ganze. Aber okay, wir haben es getan. Und es macht schon einen guten Eindruck, das Spiel. Wie gesagt, also Schussverhalten ist gut, aber auch nicht ganz so wuchtig wie bei anderen Games. Okay, nachladen dauert ein bisschen länger. So, das heben wir nochmal auf. Unser Inventar ist schon voll. So, nochmal die Ziele. Also wir müssen jetzt, ja, wir haben alles dabei. Wir müssen jetzt extrahieren. Und wahrscheinlich, oder ne, wir sind schon am Ausgang. Gut, dann extrahieren wir nochmal. Auch das. Hand Showdown lässt grüßen, Tarkov lässt grüßen. Man kann natürlich immer noch attackiert werden hier. Zack, geborgene Gegenstände sind wieder verfügbar. Das finde ich sehr schön gemacht, diese Auflistung hier. Da haben sie sich, doch Mühe gegeben, muss man sagen. Übrigens kann man dann, wenn man das Spiel anfängt, einen Charakter stellen. Die Auswahl ist jetzt nicht riesengroß. Man hat, glaube ich, um die 10 Gesichter zur Auswahl, glaube ich. Männlein wie Weiblein. Aktuelles Level, mal gucken. Ja, ein bisschen was haben wir geschafft. Das Menü finde ich auf jeden Fall sehr nice. So, hier ist dann unser Rieseninventar, was wir hier haben. Unser Lager quasi.
Das kann man auch upgraden. Ich habe es nach dem Tutorial ein bisschen abgegradet hier. Hier können wir dann die Beute, die wir ergattert haben, direkt verschieben. Wird hier angezeigt. Das machen wir direkt. Autosortierung können wir hier auch. Na gut, das machen wir jetzt nicht. Können dann direkt unser Bunker betreten. Das ist halt unser kleiner Rückzugsort hier, den wir haben. So, WASD kann man steuern. Das finde ich auch sehr liebevoll gestaltet. Ist mal was anderes. So, und dann kann man hier... Ein Wohnbereich ist erstmal zugeschlossen. Kommt wahrscheinlich später noch. Klein, aber fein. Ranglisten-Button haben wir hier gesehen. Das kann ich gleich nochmal zeigen. So, und zwar, hier ist unsere Konstitution. Hier können wir uns vor jeder Mission nochmal extra heilen, dass alle Werte auf 100% kommen. Premium-Geschichte habe ich jetzt noch nicht angeklickt. Wird auf Level 3 freigeschaltet. Ja, so weit bin ich noch nicht. Mal gucken, ob dann noch eine Folge 2 rauskommt. Dann kann ich vielleicht den einen oder anderen Premium-Vorteil erklären. Das ist unser Missionsbuch quasi. Hier wäre die nächste Mission bei Heidi. Das können wir direkt anklicken. Achso, die haben wir schon abgeschlossen. Kriegen wir eine Belohnung wahrscheinlich, ne? Genau. Okay, dann haben wir hier ein paar Credits. Ein bisschen Knete, ein Visier haben wir abgestaubt. Auch das finde ich cool gemacht. Ein bisschen Mobile-Style, das sieht man schon. Aber das wird alles schön aufgelistet hier. Glühwürmchen-Level. Ja, das ist doch schon mal was. So. Ja, und wie gesagt, da das jetzt nur ein kleines Vorstellungsvideo wird, Umkleideräume können wir uns natürlich einkleiden. Da gibt es noch einen Shop. Da brauche ich jetzt nicht näher eingehen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und gerade bei Third-Person-Shootern lohnt sich das natürlich auch, wenn man sich einkleidet. Ne? Weil man sieht ja den Charakter, wenn man damit spielt. Das ist schon schick und nice gemacht. So, Handwerkstisch. Das muss ich auch nochmal mir arbeiten. Wie gesagt, lockeres, spontanes, angezockt Video. Das kann man erst an Level 5. Vielleicht werde ich noch ein paar Stündchen streamen, das Ding. Und kann dann beim zweiten Video noch ein bisschen mehr Infos raushauen. Und was ich halt sehr gut finde, ist, dass man hier auch Ranglisten hat. Das ist hier. Und zwar verschiedenste Art. Zack, Sound ein bisschen laut. Wir haben hier die Tier-Rankings. Da ist nochmal eine Rangliste. Da sind wir noch nicht gelistet. Dann haben wir Level-Rankings. Auch eine extra Rangliste. Fortune-Rankings. Kill-Rankings auch interessant. Und Rescue-Rankings. Das könnte nach Geiselbefreiung schreien. Ja, und ich denke mal, das sollte es für Video Nummer 1 gewesen sein. Wir werden einmal noch in die nächste Mission reinspielen. Wenn es denn geht. Also wir müssen noch das Waffending da modifizieren. Das können wir mal auch kurz mal machen. Okay, erreiche Level 12, sagt er mir. Okay, dann... So, wir gucken, ob ich hier mal vielleicht eine Mission abstauben können hier. Ja, können wir aber nicht. Achso, Werkbank. Okay. Okay, das ist wie gehabt. Also man kann hier seine Knarre modifizieren. Rüsten wir direkt aus. Das sind schon einige Möglichkeiten, die man hier machen kann. Das Ding kann man auch schön drehen. Das ist auch sehr nice. Hier, glaube ich, können wir sogar das Visier hier ausrüsten, was wir eben ergattert haben. So, Level 1. Okay, Missionsinterface. Können wir direkt hier anklicken oder auch über die M-Taste. Und da haben wir noch eine Quest von Frau Heidi. So, das fangen wir nochmal an hier. Und zwar, finde den Fabrikschlüssel, öffne die Tür zum Konferenzraum. Und öffne die Tür zur Pumpstation und hol dir so viele Gegenstände wie möglich. Okay, das sind die Belohnungen, die uns winken. Würde ich sagen, das lassen wir mal alles so. Wir können uns natürlich hier auch vor der Mission bestücken. Mit verschiedenen Sachen, die uns zur Verfügung stehen. Wir machen das mal auf Spaß. Wir ziehen mal hier den Helm an. Hauen uns noch einen Brustpanzer rein hier. Den teuren. Und Granate nehmen wir mal auch mit. Oh, 30.000 Korsin. Nee, dann machen wir nicht. Das ist zu teuer. So. Dann würde ich sagen, wir bestätigen das Ganze. Können unsere Sachen versichern? Was, in welchem Spiel war das nochmal? Man kriegt da einen Teil seines Geldes von der Ausrüstung zurück, wenn man abkratzt. So eine Versicherung ist also gar nicht mal schlecht. Das hatte ich mal vor nicht allzu langer Zeit beim Survival-Spiel auch gehabt. So, und dann brechen wir einfach mal auf. Das ist auch so nett gemacht hier. Wir können hier nochmal komplett, wenn wir in die Mission aufbrechen, uns auf 100% bringen.
Das machen wir direkt. Und ab geht er. Nettes Spielchen. Für Free-to-Play, denke ich mal, kann ich euch das empfehlen. Kostenlosen Download sehr gerne bei Steam. Ich werde das auf jeden Fall nochmal verlinken, das Ding. Die Maps sind nicht ganz so groß. Die Extraktionspunkte sehen wir, sind hier beschrieben. Ich weiß nicht, was im späteren Verlauf dann für Maps kommen und für Missionen. Bin ich mal gespannt. Das ist hier noch das Anfangsareal. Aber ich denke mal, für eine Spielvorstellung reicht das. Im Moment ist auch noch alles markiert. Das wird sicherlich im späteren Verlauf nicht der Fall sein. Im Voraus kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt, ne, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich werde das noch ein bisschen weiterspielen und werde vielleicht nochmal ein zweites Video raushauen. Derweil muss ich hier ein bisschen meine Arbeit als Soldat erledigen. So, der kriegt wahrscheinlich vor sich hin hier. Ja. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Animation quasi nicht vorhanden ist. Also wir haben jetzt gekillt mit der Nahkampfattacke, aber Animation nicht vorhanden. Das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, es ist auch ein Mobile Game mit, deswegen. So, Fabrikschlüssel haben wir direkt. So. Den Sound muss ich noch ein bisschen für Video Nummer 2 optimieren, aber ich denke mal, das geht erstmal noch durch. So, wir könnten erstmal hochgehen hier. Oder wir könnten auch direkt durch die Tür. Oh, da ist noch was. Zusätzlicher Nervenkitzel ist auch, wenn man hier was aufheben will, muss man die Taste länger gedrückt halten. Da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, ob irgendjemand in der Nähe ist. Okay, das haben wir auch geöffnet hier. Ja, looten macht auf jeden Fall immer Spaß. Someone's on her tail. Kill him. Oh, da kommt einer. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Da ist er. Okay, man kann, glaube ich, nicht da durchschießen. Das Nachladen ist echt Hammer. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, das so lange beim Nachladen braucht. So. Stunden später. Zack. Ja, wir haben den anderen gar nicht gelootet, glaube ich, ne? So, wie kann man denn überhaupt komplett looten? Das wäre die nächste Frage. Halte F gedrückt, haben wir gemacht. Okay, wir haben keinen Platz, das ist das. Okay, das erklärt einiges. Okay, da wir keinen Platz haben, würde ich sagen, öffne die Tür zur Pumpstation. Dann gehen wir nochmal zur Pumpstation. Und erledigen das nochmal. Bin auf jeden Fall auf das erste richtige Online-Match gespannt. Allein deswegen muss ich schon ein zweites Video raushauen. Leider ist die Zeit ein bisschen begrenzt, die ich habe. Deswegen weiß ich nicht genau, wann ich damit anfangen werde. Ich muss natürlich noch ein paar Runden spielen. Aber Folge 2 kommt, denke ich mal. Rein da. Okay, Erfolg. Looting-Spezialist. Würde ich sagen, ab zum Extrahieren. Ein bisschen weicher könnte schon laufen, muss man der Fairness halber sagen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Schießen ist okay, es geht durch. Dadurch, dass es Free-to-Play ist, geht's durch. Aber auch das haben wir schon mal ein bisschen besser gesehen. An sich scheint das Spielprinzip sehr cool zu sein. Und für ein paar Stunden Unterhaltung ist es allemal gut, glaube ich. So, da oben ist er. Vielleicht können wir einfach flüchten. Vielleicht kommt er ja auch auf uns zu. Mal gucken, wie schlau die KI ist. Nothing here. Over.
Na, ich glaube, der kommt nicht. Zack. Und weiter geht's. Ja, das haben die auf jeden Fall sehr geil gemacht. So, da ist er. Helm haben wir behalten. In voller Montur. Level Up haben wir auch gehabt, glaube ich, ne? Na, fast auf Level 3. Ja, meine lieben Freunde. Und ich denke mal, das sollte es gewesen sein für Video Nummer 1. Wir werden nochmal ins Lager gehen. Oder? Ne, wir verschieben nochmal die Sachen hier. Zack. Einmal rechts rüber. Machen nochmal eine Autosortierung. Achso, man muss das ja hier einstellen. Okay, bestätigen wir. Und ich denke, das sollte es für Video Nummer 1 gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Kommentiert gerne, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt. Wie gesagt, wenn ihr noch Video Nummer 2 oder 3 sehen wollt oder irgendwas anderes, gerne auch das in die Kommentare reinschreiben. Derweil werde ich mal gucken, ob ich die nächsten Tage ein bisschen Zeit finde, um hier Video Nummer 2 rauszuhauen. Und ansonsten macht das Ding einen sehr guten Eindruck. Ich denke mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Euch allen viel Spaß beim Zocken. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt, wenn der Sergeant Gushi neues Video raushaut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, checkt das aus. Sergeant Gushi ist raus. Ich werde jetzt nochmal eine Runde zocken. Bye, bye.